Vielen Dank für auch die Einführung und so weiter. Ist mal erschreckend, was dann aus dem Lebenslauf rausgepickt wird. Damit muss ich leben. Es hat natürlich zum Glück ein bisschen Bezug. Also Monasterium zu erwähnen war ganz wichtig, weil, glaube ich, der einzige Grund, warum ich diesen Grant gekriegt habe, ist, dass ich irgendwie ganz viel mit Monasterium mich irgendwie in meinem Leben beschäftigt habe und da versucht habe voranzubringen und das dann den Eindruck hinterließ, dass ich einen Advanced Grant, dass ich ein erfahrener Forscher im Bereich mit Monasterium sei und dass das es würdig sei, zu finanzieren. Ich sage, ich schicke gleich voraus, das ist jetzt hier ein Projekt, das ganz frisch begonnen hat, wo ich jetzt ganz viel über Dinge erzähle, die im Antrag stehen. Der Antrag ist natürlich fast 2 Jahre alt. Das heißt, da entsteht so eine gewisse Diskrepanz zu dem, was man vielleicht heute schreiben würde, insbesondere was ich schreiben würde, nachdem ich die Gutachten gelesen habe, in denen viele Dinge standen, die ich ganz, ganz für richtig halte, die ich aber in meinem Programm einfach noch nicht habe einbauen können. Deshalb wird der Vortrag auch ein bisschen nicht so sehr das Projekt alleine behandeln, sondern er wird auch eine Anregung zur Reflexion enthalten. Das Schöne ist an so einem Forschungsseminar, dass man nicht nach 20 Minuten aufhören muss. Und ich kann endlich mal meinem Hang, etwas länger zu reden, den ich in letzter Zeit entwickelt habe, nachgeben. Und deshalb geht es jetzt in dem Folgenden über KI. Gar nicht über Monasterium, Urkunden, mittelalterliche Geschichte und ähnliche Dinge, sondern so mal ganz allgemein Dinge, die vielleicht längst schon allgemeine Kenntnisse geworden sind, weil sie durch die Zeitungen auch schon geistern, die ich gerne vorweg aber irgendwie erwähnen will, um dann ein bisschen zu reflektieren, was die KI in den Digital Humanities verloren hat, dann darüber zu reden, was das Projekt eigentlich tut und wo da KI vorkommen soll. Um zum Schluss dann wieder zurückzukehren und so ein bisschen allgemeine Reflexion über Geschichte, Geschichtswissenschaft, KI und die daraus möglichen Konsequenzen vorzustellen und damit eigentlich zu hoffen, dass dann gleich eine engagierte Diskussion entsteht über Gott und die Welt, und zwar insbesondere KI und die historische Welt. Also künstliche Intelligenz ist so ein Wort, das ich persönlich eigentlich nur benutze, wenn ich mit Journalisten rede, weil ich dahinter eine ganze Menge an Risiken sehe und ganz vieles von dem, was wir in der Praxis tun, eigentlich nicht so viel zu tun hat mit dem, was man assoziiert mit künstlicher Intelligenz. Es gibt aber trotzdem so ein paar nützliche Kategorisierungen, die man sich klar machen sollte. Die schwache und die starke KI, die nicht ganz synonym mit der allgemeinen und der speziellen KI ist, aber die beide ein Problem. Ah, ihr seht alle meine Folien nicht. Sag's doch, Thorsten. Nur wenn du deine Monsterpräsentation hast. Seht ihr es jetzt? Gut, okay, also. Das sind jetzt die ganzen Logos, die ich drauf gewesen habe. Einmal noch kurz zurückgehen. Da unten sind die ganzen wichtigen Logos. Also EAC gibt mein Geld, ganz wichtig. So, also starke und schwache KI, allgemeine spezielle KI, ist eine relativ wichtige konzeptuelle Unterscheidung, weil viele der öffentlichen Diskussionen eigentlich getriggert sind von der Vorstellung der allgemeinen oder starken KI, nämlich von der Vorstellung, dass wir eine künstliche Intelligenz haben, die den Fähigkeiten des Menschen, Welt wahrzunehmen und intellektuell zu verarbeiten, generell gleichwertig ist. Und zwar generell, deshalb allgemein. Also die in etwa alles das könnte, was wir auch können, mit uns reden könnte, die durchschnittliche kreative Prozesse realisieren könnte, die auf neue Situationen reagieren kann, sich da irgendwie aus dem Alten, was man schon weiß, heraus neue Lösungsansätze entwickeln und solche Dinge. Während die schwache KI und die spezielle KI das ist, was wir im Alltag auch schon anfangen zu erleben. Das ist das, wo für ganz spezifische Anwendungsfälle Rechnersysteme entstanden sind, die in diesem Anwendungsfall ähnlich dem sind, wie wenn wir mit einem Menschen kommunizieren würden. Das ist der Stand der Technik, auch sehr viel mehr, diese spezielle und schwache KI, was erreicht ist. Und die ganzen Dinge, die darunter die große Singularität und Ähnliches diskutiert wird, sind immer noch Science Fiction.
die sind einfach, da wird noch dran rumgeforscht, das ist immer noch ein Ziel und ob das ein Ziel ist, das überhaupt sinnvoll erreichbar ist und ob es überhaupt erreichbar werden sollte, kann man darüber reden. Mit der schwachen und der speziellen KI ist aber schon eine ganze Menge verbunden, was sich zu diskutieren lohnt. Der zweite Punkt hier auf dieser Liste ist, dass in der Realität 80% dessen, was unter KI-Forschung läuft, praktisch eigentlich eine Forschung ist, die unter dem Schlagwort maschinelles Lernen, insbesondere Deep Learning, genauso gut gefasst wäre. Und dass Deep Learning eigentlich ein Spezialfall ist, der in der Praxis auch ganz viel mit dem Umgang mit großen Datenmengen zu tun hat, also mit dem, was unter Data Science läuft. Eine dritte Unterscheidung, die sich lohnt zu kennen, ist, dass die KI-Forschung uralt aus Informatiksicht ist, also es irgendwie letztlich schon seit den 60ern gibt und zunächst sehr stark davon getrieben war, dass man menschliche Verhaltensweisen, Kommunikationsformen, dass man darin Regeln erkannte und dass man diese Regeln symbolisieren kann und in dem Moment, wo man sie symbolisieren kann, potenziell auch algorithmisch verarbeitbar machen kann. Dass also künstliche Intelligenz ganz viel mit formaler Abbildung von Weltwissen, von algorithmischen, von Regelprozeduren und Ähnlichem zu tun hat, das aber dann nämlich stecken geblieben ist. Und der große Schub der KI-Forschung, die das heute so in die Medien gebracht hat, ist die Fortschritte, die man seit etwa 2010 gemacht hat in dem maschinellen Lernen. Und zwar maschinelles Lernen über Imitation oder inspiriert von neuronalen Systemen, biologischen neuronalen Systemen, die man imitiert hat und versucht dann so ein bisschen nachzubauen und daraus gemerkt hat, wie effizient das sein kann, komplexe Probleme zu lösen. Und das ist so das, was heute darunter gemeinhin verstanden wird. Das nur zur Vorweg, dass wir also mit dem Stichwort künstliche Intelligenz eigentlich ein Riesenfeld irgendwie immer in gesellschaftliche Konnotationen überführen, wo wir mit dem, was wirklich da passiert, ein bisschen vorsichtig sein sollen. Also, es wird jetzt in Realität ganz viel um maschinelles Lernen, Data Science und neuronale Netze gehen im Folgenden. Deshalb eine Folie, die vielleicht in Einführungsvorlesungen schon fünfmal gekommen ist, also sollte ich es vielleicht lieber weglassen. Was ist denn ein künstliches neuronales Netz? Das Prinzip eben, wir haben Neuronen, die durch ihre Vernetzung Probleme lösen können, indem bestimmte Teile des neuronalen Netzes bestimmte Funktionen besser erfüllen und auf bestimmte Input-Signale stärker reagieren als andere und damit eine komplexe das Ergebnis liefern, das sich dann irgendwie wieder reduziert, sodass ich was sehen kann und nachher ein Wort dafür verwenden kann. Also ich sehe hier irgendwie viele Menschen und dann weiß ich eben, okay, ich kann sie sogar zählen. Und dann gibt es genügend Synapsen, die gesagt haben, okay, du kommst jetzt bei 38 an, wenn ich das richtig gezählt habe. Okay, also das ist das Grundprinzip und das kann man eben technisch nachbauen, indem man diese Knoten, an denen die unterschiedlich reagieren, als Algorithmen fasst, als Funktionen, individuelle Funktionen fasst, die unterschiedlich auf den Input reagieren. Und das eigentliche Problem ist dabei, wie man die erzeugt, indem man die nicht hinsetzt und sich sagt, ja, Problem X, da gibt es Feature A, also gibt es irgendwas wie, ich muss Gesichter erkennen, also ich brauche einen Algorithmus, der sagt, das ist ein Gesicht. Und dann zähle ich die Gesichter und dann habe ich einen Algorithmus, der einfach zählt, Gesichter zählt, Input, Gesichter, Funktion zählen. Sondern der sagt, fangen erstmal mit einer beliebigen Auswahl an Funktionen an. Und vergleichen die mit einem Ergebnis, um dann zu sagen, welche dieser Knoten, welche dieser Funktionen die relevanten für die Problemlösung sind. Also was jede Zelle zu dem Gesamtergebnis beiträgt. Wenn man das dann entsprechend vielschichtig mehrfach hintereinander macht, alle aufeinander reagieren lässt, die unterschiedliche Funktionen wählt und so weiter, dann kommt irgendwas raus, wo man zum Schluss dann was erstaunt, so, ups, das neuronale Netz kann wirklich Gesichter erkennen. Und muss das nicht vorher als Regeln schon irgendwie formuliert haben, sondern es nimmt einfach einen wilden Pixel-Input und macht ein Gesicht draus. So, das war jetzt die Minimaleinführung in KI. Jetzt kommt der Wechsel meines Bildschirms, den ich gerne mache, weil so ein paar
KI-basierte, webverfügbare Services gibt, die so ein bisschen das illustrieren, was dabei passiert und was dabei passieren kann. Das hier ist jetzt die Text Generation API, das ist GPT-2 noch. Ein Algorithmus, in dem eine Webseite, auf der ein Ausgangssatz eingegeben werden kann, der dann automatisch neue Texte generiert, die natürlich sprachlich verständlich sein sollen und aufgrund des Ausgangssatzes Sinn machen. Und gegen das Lotzi, haha, Internet finden wir eigentlich gar nicht, habe ich Wilhelm von Humboldt hier vorgenommen, die Gründung der Humboldt-Universität 1809, dass ich sie da gegründet habe und mir das, diese Geschichte weitererzählen lassen. Was nett ist, denn irgendwie kommt dann in der Geschichte, die man da links vielleicht sogar lesen kann, ich kann mal etwas größer machen, wenn man wirklich lesen kann, kommen dann viele Dinge vor, die sehr wohl was mit Universitäten zu tun haben, die auch was mit der Universität Berlin zu tun haben, die auch eine historische Perspektive haben, aber die irgendwie bis Jahr 1809 nicht richtig interpretieren können. Also da gibt es eine massive Community, die da gebildet wird und lauter neue Universitäten um den Globus entstanden sind. Das ist ja nicht ganz falsch, hat jetzt nicht unbedingt was mit Humboldt direkt zu tun. World's highest ranked universities, bitte erzählt aus euren Präsidenten, dass es so sei, werden sich bestimmt freuen. Es ist Deutschland, die Unification wird herausgelesen und so weiter. Also man kann an dem Ergebnis schon relativ schön sehen, wie diese KI zwar natürlich sprachlich sinnvolle Texte produziert, auch eine gewisse Basis einer typischen Storyline hat, aber man sieht noch relativ klar durchscheinen, woher diese Fähigkeiten kommt, woher also dieser Text eigentlich gespeist ist und welche Basis der hat. Etwas weniger frustrierend ist das, wenn man das mit einem neueren Modell macht, GPT-3, das deutlich größere Ausgangsdaten eingebaut hat, in dem dann auch stilistische Varianz irgendwie eingebaut wird. Das heißt, OpenAI hat sein Interface so gebaut, dass es für bestimmte Szenarien Algorithmen anbietet, die aus dem Gesamtsprachmodell neue Texte generiert. Und das hier ist jetzt ein Szenario, das dazu da ist, Essay-Antworten vorzuschlagen, also so Schülerwissen zu reproduzieren. Damit ist uns klar, dass wahrscheinlich dahinter ganz viel Wikipedia-Wissen steht. Und das ist insofern ganz, ganz spannend, das dann zu nutzen. Ich habe hier mal nach meinem Lieblingsfach in den Geschichtswissenschaften, also nicht dem Lieblingsfach nur, sondern dem relevant wichtigsten Fach in den Geschichtswissenschaften überhaupt, also noch nach dem Digital History, vor dem Digital History, den historischen Wissenschaften gebildet und nach den Subdisziplinen gefragt und kriege Paläographie, Diplomatik, Archivkunde und Genealogie. Thorsten, sorry, Heraldik gehört nicht dazu. Ist keine der wichtigsten, wenn ich jetzt vielleicht 5 gesagt hätte, wäre sie reingerutscht. Es ist ganz lustig, man kann es weitertreiben. Nehmen wir uns vor, der Essay ging wieder weiter. Bin jetzt neugierig, was rauskommt. Ich habe es nicht vorher ausprobiert. Aha! Das ist spannend. Jetzt weiter wird das Spiel. Kann man weiter treiben. Es gibt einen Ort, wo das sehr spannende Konsequenzen haben kann. In dem Fall ist es ein bisschen Spielzeug und die Kolleginnen von OpenAI geben sich auch sehr viel Mühe, das genau als solches, es ist eine Forschungssache und nicht die Wahrheit, zu geben. Das ist bei den AI-Leuten noch wichtiger. Denn die haben nicht nur ein Sprachmodell allgemein trainiert, sondern sie haben darauf bezogene ethische Urteile modelliert. Das heißt, sie haben Leute ethische Urteile fällen lassen und das dann auf das Sprachmodell so projiziert, dass wir jetzt beliebige Fragen stellen können, um daraus ethische Urteile zu bekommen. Und hier die Nonnen von Lindau sind gerechtfertigt. Sie durften ihre verbrannten Urkunden einfach fälschen. Ich ändere das jetzt mal hier. Was passiert, wenn ich das hier als Forgery bezeichne?
dann kommt natürlich etwas heraus und dann sehen wir, wie feinsinnig das auf jesuitische Sophistik reagiert. Je nachdem, wie ich es formuliere, kommt ein anderes ethisches Urteil heraus. Dass die Kollegen, die das gemacht haben, erstmal natürlich gesagt haben, Achtung, bitte, nehmt das nicht als Richtschnur, ist der eine Teil. Der andere Teil für uns ist, glaube ich, eher, dass wir uns ehrlich eingestehen müssen, dass die Technologien, die da dahinter stehen, die Modelle, die da trainiert worden sind, krass nah an dem sind, was Historiker auch tun. Also ich habe von den Jesuiten geredet. Die Unterscheidung eines jesuitischen Philosophen, genau sowas zu treffen, wäre nicht viel anders. Da würde ganz viel genau ähnliche Überlegungen mit drin stecken. Also, wir haben, nein, jetzt kommt noch das letzte Beispiel, Dinge, in denen wir mit Sprache umgehen können. Jetzt kommt noch ein Computer Vision-Beispiel. Auch hier, Humboldt, bitte entschuldigt die Tim, du bist in Bielefeld, manche andere, Francesco, du bist in Basel vielleicht. Also auch da hätte ich natürlich jetzt Erasmus von Rotterdam nehmen können. Hier, das ist eine Webseite einer Genealogen-Unterstützungsfirma, die als ein Angebot macht, dass man Bilder hochladen kann, die jetzt über die Funktionalitäten neuronaler Netze mit Videosequenzen korreliert sind. So, das heißt, dass das erstens Gesichtserkennung passiert, zweitens das Gesicht soweit ausgemessen wird, dass man die Features, die für eine Animation, für eine menschennahe Animation nötig sind, herauszieht und die animiert. Dann. Also den Zwinker von Humboldt. Ich hoffe, er hat eine ironische Ader gehabt und nimmt das jetzt nicht, mir nicht übel, dass ich ihn hervorziehe. Sowas passiert, sowas ist also Teil dessen, was die KI tut und was auch so beeindruckt. Es stellt sich ganz banal die Frage, was da heißt es jetzt nur für digitale Geisteswissenschaftler, digital historians. Da ist es weit weniger spielerisch. Also schon spielerisch im konkreten Umgang, aber deutlich forschungsgetriebener. Und zwar aus zwei Richtungen. Aus der einerseits aus der Richtung, dass wir das versuchen, in unsere Forschungsprozesse einzubauen. Und andererseits aus der Richtung, dass wir reflexionsfähig sind über das, was wir tun und deshalb auch über diese Art von Methoden reflektieren. Es ist sehr, also schon, ich erlebe es immer mehr, dass es als fast schon Standard erwartet wird, dass man es für Leseaufgaben, also was früher die OCR von Büchern war, ist heute die HTR von handgeschriebenen Texten verwendet. Dass Annotationsaufgaben, Tim, wir werden da sicherlich mit drüber reden, auf eurer Academy, dass Annotationsaufgaben maschinell gemacht werden können, indem man entsprechende Algorithmen trainiert, indem man entsprechende Modelle trainiert, die das können. Das nicht ganz so etabliert ist es für alle möglichen Arten von Klassifikationsaufgaben, obwohl es dafür immer nahe liegt und immer wieder auch von selbst erwähnt wird, weil die Erfahrung, der einfache Erfahrungswert ist, dass die Methoden, die existieren, zum Schluss eine Ja-Nein-Entscheidung oder eine Klassenentscheidung zu treffen, relativ gut unterstützt wird. Was erstaunlich wenig noch sich etabliert hat in der Forschung, ist die Model Inspection, also zu versuchen, dass mit dem automatisch trainierten Modell das so zu verstehen zu versuchen, um es abzugleichen mit den mit menschlichen Fähigkeiten kreierten Modellen der Welt. Es passiert am ehesten noch in den Sprachen, Vektormodellen, da ist man am nächsten dran, weil das Unsupervised Learning da sehr weit ist. Und man deshalb eine Vorstellung davon bekommt oder das auch visualisieren kann, was das Modell tut und dem Semantik zuweisen kann. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Diskussionen, immer mehr auch Aktivitäten, die das Grundprinzip dieser KI als maschinell gelerntem Wissen und Verhalten der Maschine bewusst machen und in den Vordergrund rücken und damit hinweisen auf die Risiken, die da drin liegen. Und sagen, na gut, wir müssen schauen, dass wir als Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler den Bias, den wir kennen, den wir erkennen können aufgrund unserer Bildung und kritischen Kompetenz, dass wir mit dem umgehen lernen. Zum Beispiel, indem wir, also
ihn algorithmisch zu beheben versuchen. Da gibt es sehr schöne Versuche aus dem Bias Detection in Word Embeddings, aber auch auf der Seite, dass wir versuchen müssen, unsere kulturelle Kompetenz in die Datensätze einzubringen. Also die Open Voice Aktivitäten von Mozilla zum Beispiel, Sprachkorpora zu generieren und solche Sachen. Das andere ist, dass wir darüber reflektieren, was es eigentlich für Konsequenzen hat für uns als Menschen, wenn wir Kulturprodukte produzieren. Da gibt es nette Experimente mit Kommunikation zwischen Autoren und Maschinen in der Textgenerierung, wo das so ein kreativer Austauschprozess, solche Dinge, aber auch kritische Reflexionen, ganz einfach, ganz unabhängig von den Methoden, die man hat. Also Kollegin neulich gehört, die gemeint hat, sie glaube, dass Literatur eigentlich das einzige Werkzeug sei, das einzige hat sie nicht gesagt, dazu war sie vorsichtig, also ein essentielles Werkzeug sei, sich mit den Fähigkeiten von KI und ihrer Auswirkungen auf Gesellschaft und auf die Menschen auseinanderzusetzen. Das war ihre These, ich habe sie nicht Zeit, dass ich die Begründung gehört habe. Also solche Dinge passieren auch. Okay. Das war jetzt ganz allgemein, KI. Dieser Bereich, wir könnten es irgendwie einsetzen, um Forschungsfragen zu beantworten. Monasterium.net ist ein, meines Erachtens, und das ist einer der Gründe, weshalb das Projekt wohl bewilligt worden ist, glaube ich bis heute, ist eine Ressource, die die Möglichkeit bietet, maschinelles Lernen auch für mittelalterliche Geschichte und für die Diplomatik und zwar nutzbar zu machen, und zwar auf eine Art und Weise, die über das Ersetzen von menschlichen Fähigkeiten hinausgeht. Monasterium.net ist die immer noch weltweit größte Urkundensammlung, insbesondere im Bereich von Urkundenbildern. Urkundentexte ist der Kollege Nicolas Perrault fleißig dabei, Konkurrenz zu liefern, weil er alles, was er irgendwie habhaft kriegen kann an gedruckten Texten, die man OCR machen kann, in einen Datenkorpus zu überführen. Tim, beim TLA seid ihr, glaube ich, noch nicht so weit, dass ihr in den Hunderttausenden rechnet, aber ihr werdet das auch eines Tages tun. Was mich alles nicht so stört, weil ich Monasterium.net und alle, die es benutzen, wissen, das ist ein wunderbares Konglomerat aus allem Möglichen. Das heißt, jeder, der einen Textkorpus erzeugt, eine Repräsentation, eine Urkunde erzeugt, die er willens ist, großzügig in das Gesamtkorps zu integrieren, ist herzlich eingeladen, das auch im Monasterium.net einzubringen. Was vielleicht auffällt, ist, wenn ihr im TLA da weiter seid, da gibt es eine Riesenlücke. Ihr könnt diese Transkriptionsverlauten massiv auffüllen. Bitte, tut das. Ich freue mich schon auf alles, was ihr da beisteuern könnt und dann auch noch auf einer hohen Qualität. Das nur mal vor Augen zu führen. Monasterium.net ist also ein reiches Korpus, das ganz sehr viel Material über Urkunden enthält, die aber trotzdem einen Bias haben. Die meines Erachtens einen Bias haben, den die Diplomatik negiert hat bisher. Ein Bias haben einerseits der im geografischen Raum, es ist sehr viel Österreich und Umland, das hat historische Gründe, es wächst aber. Wir haben gerade mit Kollegen vom dem Archiv National geredet, die nicht negativ reagiert haben, als wir gemeinschaftlich über die Idee geredet haben, dass wir den vollständigen Bestand der Archiv National im Monasterium einbringen würden. Also da passiert sehr wohl auch was in den Regionen, wo wir nicht sind. Was mich aber viel mehr immer fuchst und umtreibt, ist, dass die klassische Diplomatik Dinge, die nach 1300 passieren, irgendwie Angst davor hat. Dabei ist die Überlieferung in der Zeit nach 1300 in der Diplomatik definitiv größer. Und das ist jetzt, Monasterium.net, nur ein leicht verschobenes Beispiel, weil natürlich in Spanien, in Südfrankreich, in Italien die Bestände auch vor 1300 deutlich größer sind. Sie sind nur nach 1300 noch größer, sie werden nicht weniger. Also wir haben einfach eine Forschungslücke in der Diplomatik, in einem Bereich, wo es eigentlich krass viel Material gäbe. Ich sehe ein, dass Diplomatikerinnen und Diplomatiker sich dem nicht so gewidmet haben, weil sie genau sehen, dass es so viel ist. Ich würde nur gerne jetzt daraus Nutzen ziehen. Und damit muss ich aber etwas tun, was Monasterium bisher gut geleistet hat, muss das eigentlich als veraltet deklarieren.
Ich möchte trotzdem noch mal kurz Werbung dafür machen, wie dieses Veraltete, wie nützlich und weiterbringend das sein kann. Insbesondere, weil ich weiß, dass viele Forscherinnen und Forscher, die sich für dieses Material interessieren, eigentlich noch gar nicht voll den Nutzen vom Monasterium realisiert haben. Ich habe das in der Projektantrag mit den zwei Wörtern zu beschreiben versucht, mit digitaler Diplomatik und Distant Diplomatics. Genial, ich kann Luther dies bilden, die Alliteration geht bis zum zweiten Buchstaben. Also der spielerische Charakter, Eigenschaft von mir war voll getriggert. Die digitale Diplomatik könnte man gerne auch noch bis in die Distant Diplomatik einfach mit unternehmen. Wenn ich das jetzt mal trenne, dann gibt es die Digital Diplomatik spätestens seit ich diese Konferenzen vor 15 Jahren organisiert habe und Sammelbände zu diesen Konferenzbänden habe herausgeben können, die einen Zusatz hat, der in den Digital Humanities ganz etabliert ist, nämlich den Zusatz, den Zugang hat, Korpusbildung, strukturierte Datenaufbereitung, Analyse dieser strukturierten Daten, die Modellierung des Wissens über die Objekte, die Formalisierung dieses Wissens ganz viel geleistet hat. Während es auch schon relativ lange Dinge gibt, die ich unter Distant Diplomatics zusammenfassen würde, ohne dass sie sich selber so bezeichnet haben. Das sind Projekte wie das Dienstes-Projekt Data Stuff of Early English Documents, die Problem gestellt haben, dass die englischen Urkunden des 13. Jahrhunderts nicht datiert sind, also alles, was wir Südostdeutschen aus dem 11. und 12. Jahrhundert in Traditionsbüchern kennen, haben die im 13. Jahrhundert, dass wir also einen Haufen Urkunden haben, wo wir nicht wissen, von wann sie sind. Und Michael Jervis und sein Team dann für Vorschläge machen immer noch, wie man das mit statistischen Methoden ermitteln könnte. Also wie man mit Wortfolgen, die man projiziert auf zeitliche Zustände, das rekonstruieren kann. Nicola Perrot mit dem Thema hat das auch schon gemacht. Da komme ich nachher zu ein paar Beispielen. So, das ist gewissermaßen Distant Diplomatics, bevor ich den Terminus in die Welt geschickt habe. Es gibt inzwischen Leute, die das auch gleichzeitig getan haben, mein Kestermond und Kollegen. Ich rede jetzt aber noch mal kurz über die digitale Diplomatik, weil ich damit vielleicht besser illustrieren kann, was sich ändern wird. Ein schönes Ergebnis, meines Erachtens ein Beispiel für eine digitale Diplomatik, ist ein Projekt, das ich in einem Forschungsseminar mit dem Kollegen Christoph Egger in Wien probiert habe. Wir haben nämlich einfach uns ehrlich eingestanden, dass das Censimento als Sammlung aller originalen Papsturkunden des 13. Jahrhunderts eigentlich ein Projekt ist, das eine Datenbank erzeugen wollte, nur nicht die Werkzeuge hat und deshalb Bücher produziert hat. Und die Probleme von Büchern sind in dem Fall offensichtlich, weil wir das Wissen über die Bücher so verteilt ist, dass wir es nicht als Gesamtwissen wahrnehmen können. Wir haben deshalb gesagt, naja, was da irgendwie machbar war, das Schema, das kann man mit Monasterium.net eigentlich abbilden. Und haben deshalb mit Studierenden, also die Studierenden haben die Arbeit geleistet, wir haben nur gesagt, wie sie es zu machen haben, 278 dieser Urkunden, der Papsturkunden aus dem 13. Jahrhundert im Deutschen Ordenszentralarchiv nach den Regeln des Censimento erschließen wollen. Wir haben nur 150 geschafft. Es waren nicht so viele Studierende, die sich lateinischen Urkunden des 13. Jahrhunderts widmen wollen. Und dabei etwas entstehen lassen, was jetzt gewissermaßen eine modernisierte Fassung des Censimento sein könnte, die eine zusätzliche Eigenschaft hat, die das Censimento eigentlich erst zu dem macht, was die Leute, die es betrieben haben, sich gewünscht hätten vielleicht, haben sie nicht fahren können. Sie leben teilweise nicht mehr. Wir haben nämlich die grafischen Beschreibungsmerkmale, die Merkmale grafischer Elemente, die beschrieben werden, Schreibervermerke, Kanzleivermerke, haben wir nämlich mit Bildern verknüpft. Und damit das erzeugt, was eigentlich Vision des Censimento ist, nämlich aus der Analyse der bei den Empfängern überlieferten Originale der Papsturkunden hin auf die Kanzlei schließen zu können. Und das natürlich eigentlich ein Wissen braucht, das über alle Originale in allen Archiven hinweg braucht, um dann sagen zu können, na gut, hier die Prokuratorenvermerke
Können wir jetzt anfangen, wenn wir sie nebeneinander halten, könnten Gott schlecht lesbar, das liegt aber daran, dass sie eh schlecht lesbar sind und die Fotos vielleicht auch, anfangen zu vergleichen, naja, Schreiber, Person, wie sehr stark überlappt das, ist das die gleiche Person, kann ich kalligraphische Merkmale zur Schreiberidentifikation verwenden, solche Dinge. Das beruht darauf, dass wir mit einer digitalen Diplomatik nicht nur eine Datenbank überhaupt erzeugen können, sondern dass wir auch eine Datenbank erzeugen können, die sich aus einer Datenressource speist, die dafür gar nicht gemacht ist. Dass also Monasterium.net eine Zweitnutzung findet als Datenbank, indem wir in der virtuellen Forschungsumgebung von Monasterium.net in dem EditMom Editor für technische Laien die Möglichkeit zur Annotation haben und zur Textbildverknüpfung, die uns, habe ich das hier ein Bild von der Textbildverknüpfung? Habe ich? Ja, nee, habe ich nicht. Doch. Habe ich hier, die es uns ermöglicht, einen Bildausschnitt, den das Archiv irgendwie nicht dafür interessiert hat, in eine neue Datenbank zu überführen. Ist noch viel zu wenig genutzt, glaube ich, dass ganz viele Diplomatikerinnen und Diplomatiker mit solchen Funktionalitäten noch sehr spannende Forschungszugänge und Ergebnisse erzielen können. Zweites Beispiel für das, wo eine digitale Diplomatik zeigt, dass es mehr ist, also dass sie mehr ist, als was wir in der Druckwelt machen konnten, aber immer noch nicht ganz das ist, was ich jetzt unter Distant Diplomatics führen will, sind die illuminierten Urkunden, die immer einfach, weil sie bunte Bilder haben, schön sind, wo wir nämlich vor dem Problem standen, dass diese illuminierten Urkunden zu erforschen, irgendwie zu Fuß ohne Monasterium.net kaum möglich ist, weil sie so selten sind, dass man irgendwie jedem ein Vierteljahr hinterherlaufen müsste, jedem Beispiel, weil man erstmal alle Archive abklappern müsste, dort Haufen Urkunden mühsam sich bestellen müsste, reinschauen müsste, was da drunter ist, während man im Monasterium.net sich hinsetzen kann und sagen kann, ich blätter mal tausende von Bildern durch, und Martin Roland hat das getan, ne? Die niederösterreichischen Urkundenbilder nicht im Monasterium.net, wir haben sie auf der Festplatte gegeben, einfach der Reihe nach durchgeblättert, um sicherzustellen, dass einfach die Stücke zu finden. Und damit jetzt einen Katalog erzeugt haben, der Querbeziehungen zwischen diesem Phänomen erzeugen kann, die so als Einzelforscher mit nicht digitalen Methoden eigentlich kaum möglich werden. Also die Datenbank, die einer digitalen Diplomatik entsteht, einen nennenswerten Fortschritt bedeutet, behaupte ich. Martin Roland unterschreibt es netterweise. So, zwei Beispiele. Jetzt kommen wir zu den Distant Diplomatics. Das ist ein Beispiel von Nicolas Perrault, der jetzt anders als diese Beispiele, die ich eben gebracht habe, nicht gesagt hat, die Erzeugung einer Datenbank, in die ich strukturierte Informationen erfasse, also einen Textausschnitt markiere und mit einem Datenfeld verbinde, sondern ich nehme mir einfach Texte pur. In dem Fall verstehe ich jetzt durch Texte sogar in der grammatischen Konsequenz, ist mir egal. Ich nehme sie einfach als eine Sammlung von Wörtern und versuche sie mit mathematischen Methoden in Formen zu projizieren, die sie voneinander sich unterscheiden lassen, die Gruppen bilden. Principal Component Analysis ist hier die Methode, die er angewendet hat, und die Farben sind jetzt hier die von ihm in dem Testkorpus schon bekannten Ausstellergruppen. Das heißt, er hat links Papsturkunden, er hat rechts Herrscherurkunden und er hat im roten Bereich Bischofsurkunden. Und in dieser völlig agnostischen statistischen Methode kommt ein Bild zustande, das erstens diese Gruppen einigermaßen klar trennt. Und zweitens, sie genau in dem Bereich trennt, wo auch wir Historikerinnen und Historiker es vermuten, also uns nicht daran stören, nämlich in einer Überlappung zwischen Bischofsurkunden, französische Bischofsurkunden sind das, und den Papsturkunden. Das ist jetzt eine Methode, auf dieses Korpus zu schauen, das aus Distanz passiert, das also nicht mehr am einzelnen Stück irgendwie datenbankmäßig jemanden hat, der es sich konkret anschaut, sondern einfach nur noch das Korpus als Ganzes da hineinwirft.
dass man darüber diskutieren könnte. Es war so eine der Reaktionen, als er das vorgestellt hat in Neapel vor 10 Jahren, wo die Kollegen dann gesagt haben, ja, aber ich muss ja nur auf das Originalurkunde schauen, da weiß ich sofort, dass es eine Papsturkunde ist, da brauche ich ja gar keine so einen Diskriminator, brauche ich nicht, wissen wir ja, steht ja eh schon drin. Gleichzeitig wären dann diese Stücke, die da in die Mitte, diese Überlappungsbereich kommen, vielleicht etwas, was ich glaube, dass es untersuchungswert wäre. Ein zweites Beispiel ist etwas, was, wie heißt sie mit Vornamen, Daniel, glaube ich, Leclerc und Mike Kestemont neulich in einem Paper veröffentlicht haben, die sich die Urkunden der Bischöfe von Namur angeschaut haben und stilometrische Analysen gemacht haben und dabei Urkunden, die die nur kopial überliefert sind, aufgrund ihrer stilometrischen, also textlichen Eigenschaften mit Urkunden korrelieren konnten, die relativ klar auch vom Schreiber her clustern, also wo man annehmen kann, dass es eine stilistische, also Schreiber und Autor die gleiche Person sind und damit Vorschläge machen konnten, aus einem sonst unsortierten, ungelabelten Urkundenbestand für Zuordnung zu Schreibern von einzelnen Urkunden. Auch das ohne die Urkunden einzeln zu lesen. Ganz konkret wird in dem Paper am Ende sehr viel dann doch wieder Close Reading betrieben, um die Plausibilität der Ergebnisse zu validieren. Aber die Ausgangsmethode benutzt das genau nicht. So, Diplomatik auf Distanz. Sowas glaube ich, dass Diplomatiker viel mehr tun sollten. Und deshalb gibt mir die EU viel Geld. Und ich will dieses Geld investieren, also ich investiere es in Menschen, die mir was programmieren. Und ich glaube, dass wir etwas programmieren sollten, das eine virtuelle Forschungsumgebung ist, das diese Art von Prozessen unterstützt. Und zwar so, dass die Dinge, die Diplomatikerinnen und Diplomatiker normalerweise mit Texten, mit Urkunden tun, damit auch gemacht werden können, unterstützt werden können. Deshalb hier so eine technische Grafik, die ein bisschen den Use Case beschreibt. Ich will also ein Szenario haben, in dem Archive Urkunden digitalisiert haben, dieses Urkundenbild dann analysiert wird mit Computer Vision Methoden, in denen das Layout genauso klar, genauso eine Aufgabe ist wie die Erkennung des Textes, dass wir mit den Texten dann das tun, was Diplomatiker auch tun würden, inhaltliche Zusammenfassungen daraus zu produzieren, versuchen, dass wir eine vollständige Transkription zu erzeugen versuchen, dass wir die strukturell und semantisch zu annotieren versuchen, damit wir zum Schluss über zum Beispiel etwas wie das Urkundenformular etwas aussagen können. Ich habe gerade einen Masterkandidaten, der versucht, das Prinzip formelhafter Sprache mit Methoden aus der Computerlinguistik, die also nichts von Urkundenformeln wissen, irgendwie auf Urkunden anzuwenden. Und man mal schauen, ob das dann auch irgendwie korreliert mit dem, was die Diplomatiker sagen. Aber auch gleichzeitig irgendwie Wissen, also historische Informationen so Stück für Stück vor sich zu extrahieren, das Ganze zusammenbringen, sodass zum Schluss ein Diplomatiker, eine Diplomatikerin sitzen kann und irgendwie die schöne Forschung damit machen kann oder wenigstens eine reich annotiertes Urkundenedition produzieren. Das soll da irgendwie möglich sein. Das soll mit digitalen Werkzeugen möglich sein, die in einer virtuellen Forschungsumgebung stehen, die dann auch andere Arten der Analyse aus Distanz ermöglicht. So, sehr schön abstrakt. Es gibt von dem noch nichts. Monasterium.net enthält Bausteine dazu, die ich jetzt lieber nicht erzähle, weil ich nicht weiß, ob wir sie nachher erhalten werden. Sie enthält, zumindest enthält es relativ viel Erfahrungen, was wir vermeiden werden, was wir nicht tun werden. Wir werden unter anderem nicht auf einen Monolithen setzen, sondern wir werden so viel wie möglich darauf achten, dass die Aufgaben, die Teilaufgaben, die dabei nötig sind, über Schnittstellen, und zwar über möglichst generische Schnittstellen, also standardisierte Schnittstellen, zur Verfügung stehen oder wenigstens über Schnittstellen zur Verfügung stehen, die etablierte Werkzeuge enthalten. Und deshalb haben wir da oben den Datenspeicherteil. Wir haben da oben aber auch externe Datenressourcen und in der Mitte die Orchestrierung dieser Kommunikation zwischen den Daten und den Werkzeugen, die da es schon gibt.
die wir vielleicht auch noch neu entwickeln müssen, die dann die Orchestrierung auch Funktionalitäten natürlich für das User-Management enthält, für Möglichkeiten, eine private Version zu erzeugen und Ähnliches. Und unten eine ganze lange Liste an Services stehen, die wir hoffen, über APIs adressieren zu können, mit denen wir über APIs zu kommunizieren versuchen werden, wo dann auch Services drunter stehen, die eigentlich in Konkurrenz zum Monetierungssystem scheiden. Also DigiPal ist in dem Models of Authority Projekt eingesetzt worden, wo ich mich immer ein bisschen gewundert habe, weil Polygraphie jetzt eigentlich nicht irgendwie im Vordergrund stand, aber hätte man auch mit Monetierung machen können, aber war natürlich eine schöne funktionierende Umgebung und Peter Stokes ist ein netter Mensch, mit dem arbeitet man gern zusammen, also haben sie sowas benutzt. Funktionalität von DigiPal ist definitiv besser, wenn ich um polygraphische Detailanalysen mich schert, als Monasterium es jemals könnte. Warum nicht kommunizieren? Warum nicht sagen, im Monasterium.net finde ich meine 50 Urkunden, die ich detailliert polygraphisch annotieren will. Ich schiebe sie nach DigiPal hinüber und kriege dann aus DigiPal etwas zurück, was ich dann mit meinen Registen, die ich im Monasterium.net verarbeitet habe, verarbeiten kann, die ich dann wiederum in den Daria Geo Browser schiebe, um dort meine Karte zu visualisieren oder wie auch immer. Also das ist die Vision, dass wir da über Schnittstellen so ein verteilten Service-Ökosystem hinkriegen, wo wir nicht alles neu machen müssen im Monasterium.net, sondern Monasterium.net auf ein paar Kernfunktionen reduzieren können. Ich glaube immer noch dran, dass wir in Graz mit der GAMS eine Infrastruktur haben, die dafür nicht schlecht geeignet ist, insbesondere weil wir gerade dabei sind, sie ziemlich systematisch neu aufzustellen und dabei sehr konsequent auf diese REST-API-basierte Kommunikation setzen. Ansonsten ist die GAMS eher berühmt dafür, dass sie ein zertifiziertes Repositorium im Kern hat. Wir also die Daten immer unter einer Langzeitperspektive verarbeiten und das tut Wissenschaftlern immer gut, sodass ich glaube, dass es in einer virtuellen Forschungsumgebung diesen Bereich geben müsste, der das Repositorium ist und der den öffentlichen Raum bedient, während es zu den getrennten Benutzerraum geht, den privaten Raum, der mit sehr viel weniger auf langzeitorientierten Technologien, effizienten Technologien bedient werden kann, die Alltagsarbeit erleichtern. Das, wo dann auch Wegwerfwerkzeuge dabei sein können, also wo ich persönlich ehrlich glaube, dass wir Funktionalitäten mal entwickeln werden, die nach 5 Jahren einfach abgeschaltet werden, weil wir sagen, den Service können wir nicht supporten, da gibt es Besseres, weicht auf das Bessere aus, wir implementieren müssen nicht neu, sondern integrieren einfach ein anderes Werkzeug. Das beruht unter anderem darauf, dass die Architektur, die uns vorschwebt von der neuen GAMS, nenne es manchmal als Preservation Onion, wird dann immer wieder gehauen, weil es nicht ganz aufgeht, die darauf aufbaut, dass wir zwar für die Forschungsdaten irgendwie im Kern ihre langfristige Verfügbarkeit sicherstellen müssen und deshalb dafür einschlägige Software-Systeme brauchen, dass wir drumherum aber Funktionalitäten bauen können und wollen, die weniger stabil sein müssen. Dass wir also auf der Disseminationsseite sagen können, es gibt da ganz außen in dem hellblauen Bereich vielleicht einfach ein Tool, dass jemand ganz anderes wartet, mit dem wir kommunizieren können, das wir aber nicht kontrollieren können und das, wo wir auch keine Verantwortung für übernehmen müssen. Oder es gibt Werkzeuge, wo wir sagen, in einem Projektkontext, die nur in dem Projektkontext Sinn machen, aber sonst nicht generalisierbar sind, während zwischendrin Dienste gibt, die generalisierbar sind, also ein IIIF-Service, Loris ist was generalisierbar ist, sinnvoll immer angeboten werden muss, eine OAI-Schnittstelle ist auch etwas, was eigentlich immer angeboten werden muss, was also in diesem dunklerblauen Bereich passiert, ganz innen sind dann schon eher technische Services, dass das aber nicht nur bei der Disseminationsseite passiert, sondern auch schon bei der Datenerzeugungsseite. Wir also generische Pipelines, Verarbeitungsprozesse haben können, die häufiger angewendet werden. Und da Dinge wie der Tree-Tagger oder alle Post-Tagging-Werkzeuge dazugehören würden, dass da dazu auch dazugehören würde, das ist so ein Zwischenbereich,
dass wir eine Datenrepräsentation haben, die den Knowledge Graph abbildet, wo wir jetzt nicht die Funktionalität der Datenbank, also des Requests des Knowledge Graphs in den Kern des Systems, in das Repositorium einbauen müssen. Also nicht wie die Schweizer Kollegen darauf setzen, dass wir alles als Knowledge Graph auf das Repositorium organisieren, sondern sagen, das ist eine Funktionalität, die häufiger vorkommt, die bieten wir generisch an, aber die ist getrennt von der eigentlichen Repositoriumsfunktionalität. Und drumherum auch Pipelines und Workflows sehen, die ganz projektspezifisch, ganz individuell sein können. Wo ein Monasterium-Editor halt die Funktionalität ist für Diplomatiker und andere ihre eigenen Editoren gerne benutzen wollen, andere Pipelines benutzen. Ich rede immer gern von Transcribus, das ist eine wunderbare Transkriptionspipeline, ganz unabhängig, ob man automatisch transkribieren lässt, sondern nur für das Handling von, ich habe Text-Bild-Korrelation und kann dann sehr, sehr schnell und effizient kollationieren. Warum nicht auch sowas da draußen unter den other, any other RESTful Service zu haben? So, das ist die Vision. Das sieht jetzt nicht mehr so viel anders aus, wenn ich das in meine virtuelle Forschungsumgebung übersetze, wo ich halt im Kern auch etwas habe, was eine Position bildet und drumherum jetzt spezifische für Diplomatik relevante Werkzeuge einbauen will. Das sind dann so Dinge wie Collatinos, die ich gerne hin und wieder mal ein bisschen Werbung für mache, auch wenn sie nicht ganz perfekt in das, die Architektur bisher passen. Das ist ein Werkzeug von den Kollegen von Jerisch Steh, das lateinische Annotationen ermöglicht. Tim, du kennst es sicherlich und hast längst schon die schönere Funktionalität und Version davon im Hinterkopf, die das TLA dann bereitstellen wird. Dann werde ich freudig darauf umsteigen. Aber es ist führt ein bisschen ein ungerechtfertigtes Nischendasein. Es gibt unter anderem in dem Kontext ein Werkzeug, das in Closus versucht, sozusagen eine rhythmische Analyse von Text macht und damit zu einer automatischen Analyse von Cursus Romanus ermöglichen würde, dass die Papsturkundenforscher eigentlich immer noch nicht benutzen. Die meisten, die ich getroffen habe, wussten nichts davon. So. Ich stelle mir also irgendwie vor, dass ich ein Webfrontend habe, Monasterium Next Generation, in dem, lateinisch ein bisschen auch eingebildet, man Datenbestände darauf Zugriff bekommt, indem man recherchieren kann, indem es Werkzeuge gibt, die ich auf diese Datenbestände anwenden kann und indem es Produkte gibt, die aus Quellendatenbeständen von den Forscherinnen und Forschern neu generiert worden sind und die auch zugänglich sind. Also datenorientiert, die Daten kommunizieren lassen will mit dem Werkzeug. Und damit stelle ich mir ein Benutzungsszenario vor, dass ich eine Diplomatikerin, einen Diplomatiker mir vorstelle, der sagt, ich habe eine Forschungsfrage im Kopf, die von einem bestimmten Urkundentypus ausgeht, von dem ich zum Beispiel ein kleines Datenset an Beispielen generieren kann. Typische geisteswissenschaftliche Forschungsmethode, so abduktiv kann man das theoretisch nennen, muss man nicht. Ich habe einen Erfahrungswert an meinem Material, aus dem bildet sich eine Hypothese, eine Theorie, ein Modell und das will ich gerne an einem größeren Datenbestand abgeglichen wissen. Und ich lagere jetzt die Modellbildung teilweise an die Maschine aus. Das heißt, ich sage, hier mein kleinen Datensatz, liebe KI, wenn man so mit ihr reden will, liebes Monasterium.net, nimm das und versuche daraus eine Abstraktion zu generieren, die ich weiter analysieren kann. Entweder als die Abstraktion, so wie sie ist, oder benutzen kann, um ähnliche Dokumente zu finden. Drittes Szenario, ich habe meine Datenquelle und will jetzt so standardinhaltliche und sprachliche Analysen damit machen. Auch da die Vision, ich kann mit meinem Werkzeug Modelle kreieren, die ich auf den Restdatenbestand anwenden kann. In meiner virtuellen Forschungsumgebung aber damit interagieren kann, also überprüfen kann, Model Inspection betreiben kann, sie bearbeiten kann, die Ergebnisse, also menschliche Kontrolle darüber ausüben, Visualisierungswerkzeuge habe und wo ich auch sagen kann, das ist jetzt gut genug, das finde ich interessant genug, das möchte ich, dass es die Welt draußen weiß davon. Also den Benutzerraum verlässt, den privaten Raum verlässt und wieder in die Öffentlichkeit kommt.
Ich habe jetzt schon angefangen, die KI wieder einzuführen. Ich habe jetzt so viel über Monasterium.net und Oaken geredet, dass mein Anfang verloren gegangen ist. Es ist nicht ganz verloren gegangen, weil ich jetzt hier ein paar Beispiele bringen will, wo die KI real auch schon eingesetzt wird für diplomatische Fragestellungen. Zwar in der Sprachverarbeitung, Texten und beim maschinellen Sehen. Maschinelles Sehen, ein nettes Beispiel für, wie eine allgemeine KI in Form einer Google, eines Google-Index und der Google-Suchalgorithmen, wo die hinführen kann, wenn ich eine Urkunde, da unten ist sie aufgelistet, Stiftsarchiv Göttweig ist das, eine Urkunde von 1456. Wenn ich die als Beispiel Google übergebe, dann kriege ich toll erstens die Identifikation als Dokument. Diplomatiker freuen sich, toll, haha, ist mir zu allgemein. Und etwas, was erstaunlich ähnlich ist, weil es nämlich so einen Gelbton hat und so nicht den etwas unklaren Rand und nicht ganz sauber geschriebene Schrift drauf. Aber ansonsten mit dem Beispiel aus diplomatischer Sicht nichts zu tun haben. Also man hin und wieder ist sogar ein Siegel drauf, aber nichts 14. Jahrhundert, nichts private Kunde, nichts in Niederösterreich. Das ist nett, aber eigentlich zu wenig. Während hier ein Paper, das ein Kollege in Erlangen geschrieben hat, als Masterarbeit war das, der erste Best Paper Award meines Lebens, und ich habe das Paper gar nicht geschrieben, sondern ich stehe nur mit drauf, also ich habe Absatz geschrieben. Matthias Leipert hat die wirkliche Arbeit geleistet, der ein Textkorpus, ein Beispielkorpus von Notarsurkunden hatte, die Lena Beileder in ihrer Doktorarbeit erstellt hatte. Und dort hatten wir einen Student, eine Studentin, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, muss ich gestehen, es war eine Kollege in Erlangen, hat die Notarszeichen notiert, und Matthias Leipert hat einen Algorithmus entwickelt, der aus der Machine Learning Perspektive, Computer Vision Perspektive neuartig war, weiß nicht, ob es heute so ist, indem das Layout soweit analysiert wird, dass es realistisch erscheint, zu sagen, ja, Notarsurkunden muss ich in Zukunft nicht mehr über, zufälligerweise hat ein Archivar daran gedacht, das Stichwort Notar in das Register zu schreiben, sondern darüber, es gibt ein Bild und auf dem ist etwas, was aussieht wie ein Notarszeichen, das ein spezifisches Layout hat, darüber finde ich die. Das ist in deutschen Archiven ein ziemlich attraktives Szenario, weil deutsche Archivarinnen und Archivare wenig Wert drauf legen, gelegt haben, die Eigenschaft der Beglaubigung systematisch zu erfassen, also so etwas über Schlagwortsuche überhaupt zugänglich zu machen. Ein anderes Beispiel, was zeigt, wohin das sowas führen kann, was aber auch vielleicht genau das zeigt, dass es die KI in dem Fall ein Teil einer Forschungsumgebung ist und nicht eine einfache Problemlösung und Ersatz eines Forschers, einer Forscherin. Ich habe mit einem Studierenden mal in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion kurz vor einem Vortrag gesagt, komm, wir annotieren mal ein paar Papstsurkunden, klassifizieren die und schauen, ob wir die nachher rauskommen, wieder aus dem Testset, und hatten einen grottenschlechten Precision, also wir haben 40% False Positives. Wir haben dafür einen guten Anteil an die False Negatives waren relativ wenige, sondern wir haben einen relativ hohen Recall hinbekommen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wieso, warum. Nacht- und Nebelaktion ist so. Wir haben daher seither nicht Zeit gehabt, das zu wiederholen. Was mich aber eigentlich viel mehr getriggert hat, war dieses Stück hier rechts, das vielleicht auf Ihren Bildschirmen wirklich ein bisschen wie eine Papstsurkunde aussieht, weil es klein genug ist und unauffällig und weit genug weg ist, was aber eine Kardinalsurkunde ist. Also nicht der Kategorie ausgestellt durch einen Papst entspricht, sehr wohl aber Layout-Eigenschaften hat, die an die Papstsurkunde erinnern. Und wir damit ganz nah an dem sind, was ich mit dem Distant Diplomatics irgendwie für relevant halte. Hier ein weiteres Experiment, was wir gemacht haben. Auch das nicht ganz so Nacht und Nebel, weil es mir Zeit gekostet hat, die Annotation zu machen. Der Daniel Luger, mein Postdoc mit einem diplomatischen Hintergrund, hat sich hingesetzt und 1000 Monasterium-Urkunden
1000 Bilder, 400 Urkunden, also typische Eigenschaften, die man auf dem Bild sehen kann, zu annotieren, also zum Beispiel Farbkeile zu annotieren, damit wir sie rausrechnen können, zum Beispiel das Siegel zu annotieren, zum Beispiel aber auch Dinge zu annotieren, die man jetzt nicht, die leicht mit einem Siegel verwechselt werden könnten, also irgendwie so ein bisschen rund sind und so ein bisschen dunkel sind, die Urkunde und den Textraum annotiert hat, der aber auch schon so ein bisschen wieder diplomatische Fragen wie Kanzleivermerk oder Archivvermerk annotiert hat, markiert und annotiert hat, die Plika annotiert hat, solche Dinge. Und dann haben wir ein YOLO-Modell darauf trainiert, dass jetzt hier bei so einer Unschärfe, also die Überlappung des Objektbereichs mit dem wirklichen Objekt, 50%, das heißt, wir haben so ein bisschen unsaubere Ränder, wir schneiden manchmal die Siegel ab, die Ränder, manchmal haben wir zu viel, wie auch immer, zu diesen Grafiken kommen, die, wenn man die dunkelblaue Linie nimmt, die gesamte, alle Klassen zusammenfasst, so ein bisschen nicht so toll ist, weil es ziemlich schnell abfällt, die aber auffällig krass rechtwinklig ist in Bereichen, die sehr nützlich sein könnten, nämlich in den Bereichen hier Siegelerkennung und das, was sind da noch oben, das sind noch Dinge wie die Farbkeile, die jetzt nicht ganz so wichtig diplomatisch sind, aber woraus wir irgendwie ich das Argument ziehe, dass mit dieser einfachen Methode, mit einem relativ kleinen Datenbestand, wir einen Prediction über auf diese Urkunde ist in diesem Raum bestimmten Raum ein Siegel oder nicht hinbekommen. Mit einer sehr hohen Genauigkeit, die mich überzeugen lässt, dass es, wenn so eine Funktionalität im Monastium nicht vorhanden wäre, ganz viele Forscherinnen und Forscher gäbe, die sie gerne benutzen würden. Solche Dinge tun wir. Ich habe jetzt nichts über den Text erzählt, der kommt nachher noch in der Folie. Und jetzt kommt der Teil, wo ich von den Gutachtern sehr viel Haue gekriegt habe. Es ist nicht wirklich, also ich versuche es trotzdem immer noch, meine Thesen zu führen, um damit nicht nur diese Werkzeuge zu bauen, diese virtuelle Forschungsumgebung zu bauen, sondern auch Experimente zu machen, dass mit dieser virtuellen Forschungsumgebung, mit diesen Werkzeugen Erkenntnisse über Urkunden gewonnen werden können, die Diplomatik bisher irgendwie verdrängt hat. Das liegt daran, an dem, was ich vorher gesagt habe. Monasterium.net hat ganz viele Urkunden im 14. und 15. Jahrhundert. Es gibt sehr viele Urkunden aus dieser Zeit, die schlecht erforscht sind, weil es eine Mastererzählung gibt, mit der man sich zurückzieht, nämlich Ausbreitung der Schriftlichkeit und dann ist das 14. und 15. Jahrhundert abgehakt. Professionalisierung, Ausweitung der Schriftlichkeit auch in den Formen. Etwas konkreter wird es dann aber auch sehr intuitiv beschrieben, wir müssen uns damit ja nicht beschäftigen, weil die alle gleich aussehen, weil alles viel standardisierter ist, weil wir nicht mehr uns einzelne Schreiber irgendwie identifizieren können, weil die sich so ausdifferenziert haben, so professionalisiert sind, dass sie alle gleich aussehen, dass es sowieso uninteressant ist, welcher Schreiberling in der Papstkanzlei da gesessen hat und geschrieben hat und hier ein bisschen Geld abkassiert hat, aber die Politik wird davon ja nicht mehr beeinflusst. Denn der formuliert ja nicht mehr den Text. Also, wir haben so eine Mastererzählung von, das ist eigentlich uninteressant, das 14. und 15. Jahrhundert. Das ist alles so eine amorphe graue Masse. Und die unterschiedlichen wichtigsten Grautöne kennen wir schon. In Realität beruhen diese Meistererzählungen aber eigentlich ganz stark auf maximal Regionalstudien. Meistens sogar auf sehr kleinen, so impressionistischen Materialien, die das bestätigen, was man schon weiß. Mal so eine kleine Detailstudie. Ich untersuche eine Kanzlei und behaupte, alle Kanzleien waren so. Ich nehme mir mal die niederösterreichischen Urkunden vor und dann das 12. Jahrhundert, das 13. Jahrhundert, hat der Roman Zehetmeier gemacht und habe dann die große These, die dann einfach mal schnell verallgemeinert wird, weil das einfach zu viel ist, dass, wenn man das wirklich als Mensch einzeln betrachten will, nachzuvollziehen. Und dann hat das CED gesagt, lass uns das ein bisschen zu synthetisieren. Es gibt also diese wunderbaren CED-Bände, die dann die Diplomatik der Bischofsurkunde im 13. und 14. Jahrhundert heißen, in denen wiederum lauter Detailstudien sind, die wiederum lauter Einzelfälle vorstellen und zum Schluss einen zusammenfassenden Beitrag, der letztlich sagt, wir wissen es eigentlich nicht so genau, weil es ja lauter Einzelstudien sind. So,
Ich finde es toll, dass es diese Bände gibt, dass die CD so mutig ist, solche Synthesen zu machen. Es ist natürlich eigentlich keine valide wissenschaftliche Ergebnis. Ich würde also gerne mit meinen Leuten mich hinsetzen und sagen, lass uns mal das hier ernst nehmen und versuchen, ob wir, wenn wir ein groß genuges Korpus haben, das Europa weiter abdeckt als Monasterium Net. Netterweise gibt uns die EU dafür Geld, das auch zu unterstützen, dass es weiter abgedeckt wird, dass diese Frage nach dem Einfluss von omnipräsenten Organisationen, die mit Schriftlichkeit in die letzten Winkel Europas hineinregieren, ob das einen Impact hat, ob das regional sich spiegelt. Papst Urkunden. Das andere, ob die Vorstellung, dass die gemeinsame europäische Ausbildung im Bereich von Verwaltung und Rechtswesen, die ja angeblich mit dem 12. Jahrhundert schon weitgehend abgeschlossen ist, weil das römische Recht als Referenzrecht längst etabliert ist. Aha, Magdeburger Recht und römisches Recht, also ich kenne die Studien nicht, ist aber definitiv eine andere Tradition. Schwabenspiegel ist auch nicht gerade 12. Jahrhundert und Ähnliches. Also ist diese These, dass die römisch-rechtliche Bildung zu einer gemeinschaftlichen Rechtskultur auch in den Urkunden führt, ist das eine These, die valide ist, die taugt oder nicht? Das an äußeren Merkmalen, inneren Merkmalen zu untersuchen, mit den Werkzeugen, die es uns, diese künstliche Intelligenzen, das maschinelle Lernen an die Hand geben, die es ermöglichen, wirklich die 300.000 Urkunden, die da aus dem Zeitraum jetzt schon zählbar im Monasterium nicht vorhanden sind, ob das nachvollziehbar ist. Dabei wird es dann um diese großen Meistererzählungen gehen, die moderne Bürokratie, die da entstünde in dieser Zeit, die Ausbreitung des römischen Rechts, das da entsteht. Oh, ich rede jetzt schon zu lang. Gut, dann überspringe ich genau den Schwachpunkt. Über das Notariat könnte ich noch ein bisschen reden. Das machen wir mit den Dingen, die ich vorhin vorgestellt habe. Das kann ich auch kürzer machen, weil ich nämlich zu fiesen Dingen kommen kann. Ich hatte angekündigt, ich wollte noch ein bisschen generell werden. Das droht ja, dass wir, ich weiß Thorsten, dass wir irgendwann enden in einer Vorstellung, die KI macht das alles für uns. Da gibt es wilde Projekte, die das tun, wie zum Beispiel Time Machine, die es behauptet, die KI würde es machen. Da gibt es wilde Projekte wie das GDELT-Projekt, die gesagt haben, sie können Revolutionen vorhersagen. Da gibt es aber auch Theoretiker, die das etwas weniger großmächtig sagen, wie Chris Anderson, der sagt, unsere Theorien, die wir bilden, werden wir viel mehr aufgrund von empirischen Daten bilden über solche Methoden, als über unsere eigene Kreativität. Wir sind also vielleicht in einem Zustand, wo wir nachher keine Diplomatik mehr brauchen. Ich glaube das nicht. Also während das Projekt zu Ende ist, werden wir sie brauchen. Weil wir schlicht immer damit rechnen müssen, dass unser Material selektiv ist. Das heißt, wir brauchen die Menschen, die wissen, wo der Bias ist. Und weil wir Interpretationen liefern, die über die reinen numerischen Abhängigkeiten hinausgehen. Und genau dazu hoffe ich, dass meine virtuelle Forschungsumgebung Monasterium Net Next Generation was beiträgt, sodass wir dann irgendwie eine nette Plauderstunde mit der KI haben können. Und jetzt haben wir vielleicht noch eine nette Plauderstunde mit den nicht eingeschlafenen, nicht völlig erschöpften, nicht schon geflüchteten Teilnehmern dieser Runde. Danke, Thorsten, dass du mich gebremst hast, sonst wäre ich immer noch nicht fertig. Jetzt bin ich fertig.